Hi, ho und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. So, jetzt hat es endlich funktioniert. Vier Anläufe später. Und um gleich zu erzählen, wieso. Beim ersten Anlauf habe ich gesagt, hey, ho, willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Beim zweiten habe ich dann einen Hänger gehabt. Der ging dann so und dann noch eine ganze Weile länger. Und dann beim dritten Mal bin ich da gesessen, habe auf Play gedrückt. Dann ist mir aber noch eingefallen, dass ich was zu trinken will. Und dann bin ich aufgestanden, losgegangen, habe mir was zu trinken geholt. Und ja, gut, das war jetzt irgendwie unnötig zu erzählen. Aber ja, hey ho und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute möchte ich euch ergänzend zu meinem Mittwochsvideo etwas sagen, weil es ist mir einfach so eingefallen. Und nachdem meine Mom das Video gesehen hat, hat sie mit mir angefangen, über dieses Thema zu reden. Und ja, das Thema am Mittwoch war ja voneinander lernen. Und dann haben wir irgendwann angefangen zu reden und ein bisschen zu diskutieren. Und dann ist mir etwas anderes noch eingefallen, was oft passiert, was wir aber total oft übersehen und ignorieren oder einfach nicht mehr richtig merken. Und zwar die Geschenke, die uns andere Menschen machen, ohne dass sie es wirklich merken, dass sie uns gerade ein Riesengeschenk gemacht haben. Und darüber geht jetzt mein heutiges Videothema. So, jetzt habe ich fast 2 Minuten gebraucht, um diesen Einsatz zu sagen. Und ich muss sagen, ich bin immer noch besser im Schnitt als die ersten 3 Versuche. Okay. Ja, Geschenke, die wir bekommen, die wir aber meistens nicht in Packungen gepackt bekommen. Also ich für meinen Teil, ich habe darüber angefangen, darüber nachzudenken, weil wir haben jetzt die Weihnachtszeit und Weihnachten ist auch so die Zeit, wo man 1000 Wünsche hat. Sowas wie, ich wünsche mir ein iPhone 6 Plus, eigentlich ein iPhone 6S Plus, nur als Anmerkung, Mom und Dad. Oder sowas wie, ich wünsche mir ein Auto oder ich wünsche mir, also ich wünsche mir jetzt keins, aber solche als Beispiele. Oder ich wünsche mir jetzt dieses neue Spiel oder ich wünsche dies und das und jenes und noch anderes Zeug. Aber was wir oft vergessen, ist uns einfach, ja, einfach mal dran zu denken, welche Geschenke wir schon bekommen haben, die wir jeden Tag bekommen, die wir aber nicht wirklich in unserem Kopf haben. Also, ich kann euch jetzt anfangen, indem ich euch eine kleine Geschichte erzähle. Als ich klein war, habe ich mir immer riesig ein großes Geschwisterchen gewünscht. Und ja, ich habe schon erzählt, dass am Anfang, ich glaube, ich habe es erzählt, dass am Anfang es nicht unbedingt leicht war mit mir als Geschwisterchen. Aber das größte Geschenk, das mir, eins der größten Geschenke, die mir gemacht wurden, ist von meiner großen Schwester, von KitKat, dass sie Geduld hatte und mich trotzdem als kleine Schwester angenommen hat, obwohl ich nicht unbedingt einfach war. Und obwohl sie sagen hätte können, naja, was geht mich das Plag an? Also wirklich, zu dem Zeitpunkt war ich ein Plag. Also wirklich, das kann man, können, hätte ich ihr nicht verübelt. Aber ja, das ist eines dieser größten Geschenke, die mir gemacht wurden. Ein anderes Geschenk, das mir gemacht wurde, wo wirklich unfassbar groß ist, wo auch bis heute über alles hinausgeht. Ich meine, das ist das größte Geschenk, das mir bisher in meinem ganzen Leben gemacht wurde, war, ich bin ja Adoptivkind und meine Eltern haben mich aufgenommen und haben mir eine neue Chance gegeben. Und was noch viel schöner ist, sie haben mich so genommen, wie ich bin. Und ich glaube, das ist eins dieser Geschenke, die wirklich am allergrößten sind, wo der Mensch, der es dir schenkt, gar nicht wirklich richtig bemerkt, was für ein Riesengeschenk er dir damit macht eigentlich. Ein anderes Geschenk, das ich bekommen habe, war, ich hab ja mit YouTube angefangen, weil ich gemerkt, weil ich halt angefangen habe, mit Videos zu drehen für meinen großen Bruder. Und das Lustige ist, so im Nachhinein betrachtet, ist es eines der größten Geschenke, die mir jemand gemacht hat, einfach, weil dieses Video drehen und alles, es macht mir so viel Spaß und es erfüllt mich und es ist einfach so was Schönes. Und ja, ich hätte nie angefangen, wenn mein großer Bruder nicht gewesen wäre. Und deswegen ist es eines dieser größten Geschenke, wo man wirklich, ja, wo einem wirklich geschenkt werden kann. Also ich tue mir ja mit diesem Wort mit D sehr schwer, das Zauberwort, wie es manche Leute nennen. Ich kriege von dem Wort immer Kopfschmerzen ohne Ende, weil es so viele Bedeutungen hat. Aber ich möchte, dass die Leute wissen, dass es ein
toll, dass ihr mir diese Geschenke macht, Video wird. Und ich finde irgendwie so zur Weihnachtszeit passt es sehr gut. Ein anderes Geschenk, das mir gemacht wurde, ist, das klingt jetzt irgendwie total komisch und das sind so Sachen, wo man, wenn man es so erlebt, eigentlich gar nicht drüber nachdenkt, aber es sind einfach Riesengeschenke und ja, denkt einfach mal auch selbst drüber nach. Was sind die größten Geschenke, die ihr bekommen habt, die jetzt nicht ein Objekt sind, sondern einfach nur eine Sache, die da ist. Einfach etwas, was ein anderer Mensch für euch tut. Ein anderes Riesengeschenk für mich sind meine zwei Paten, meine Babette und mein Winfried. Die sind für mich eins der größten Geschenke, weil ja, so eine Möglichkeit zu haben, auch mal von zu Hause wegzukommen, wenn man mal irgendwie rauszukommen auch und ein bisschen was zu unternehmen. Zum Beispiel also meine kleine Reise nach Österreich. Ich bin mir nie sicher, wo es war, aber ich glaube, es war Österreich. Habe ich auch mit den beiden gemacht und das war einfach so schöne neue Erlebnisse zu bekommen. Und das wäre alles nicht möglich, wenn die beiden nicht in meinem Leben wären. Und das ist auch so ein Riesengeschenk, einfach Menschen im Leben zu haben, die einem wichtig sind und denen man auch wichtig ist. Für mich als Asperger bedeutet das etwas sehr Besonderes, weil ich bin nicht unbedingt leicht. Ich bin manchmal kompliziert, schwierig und ja. Und es ist einfach schön, wenn man Leute um sich herum hat, die einen dennoch so nehmen, wie man ist. Und das ist einfach eines der größten Geschenke, die man jemandem machen kann. Ihn zu nehmen, wie man ist. Ja, was fällt mir noch ein? Oh Gott, das ist echt schwierig, weil man denkt ja nicht so wirklich immer drüber nach. Und ich bin einfach nur, weil ich jetzt gestern und vorgestern so drüber nachgedacht habe, ist mir so richtig aufgefallen. Und das Interessante und auch vielleicht etwas tragisch oder traurig hier an diesen Geschenken ist, meistens bemerkt man sie gar nicht wirklich, weil man es für selbstverständlich nimmt oder weil man es einfach nicht wahrnimmt. Und erst wenn man da mal wirklich drüber nachdenkt, dann fällt einem auf, wie besonders es ist, wie schön es ist oder wie unglaublich wichtig es einem auch ist. Ich meine, ich muss zugeben, das größte Geschenk in meiner Welt unter anderem ist natürlich, dass ich adoptiert wurde von meinen Eltern, aber auch damit zusammenhängt mit den allen Leuten, die ich kennengelernt habe. So, all diese Leute, die mir wichtig sind, alle, denen ich wichtig bin auch. Das ist einfach so eins dieser, das Wissen, dass man nicht alleine ist. Weil, ja, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber niemand ist eine Insel und niemand ist wirklich ganz allein. Aber manchmal halt doch. Und manchmal kann so eine Insel sein, auch was Schönes sein. Also, das kann nämlich auch ein schönes Geschenk sein. Heute zum Beispiel bin ich Kevin allein zu Hause oder Helena allein zu Hause. Und ich muss sagen, ich genieße diese Ruhe. Einfach mal keinen um mich rum zu haben. Es ist so auch was Schönes. Ich habe heute auch, ehrlich gesagt, etwas mittelmäßig höflich zu meinem Freund Theo gesagt, nee, du, weißt was, wir können gerne, wenn meine Eltern wieder da sind, telefonieren oder morgen, aber jetzt will ich erstmal einfach nur diese Ruhe genießen, dieses Alleinsein, dieses mal für sich sein, dieses Nachdenken können, seine eigenen Gedanken hören. Okay. Ja, entschuldigt, jetzt bin ich abgeschweift. Das ist, ja. Aber auch eins der Geschenke, die mir die letzten Tage durch den Kopf gegangen sind, ist eine Kleinigkeit, die bei uns immer so zum Advent, also zur Weihnachtszeit passiert und das für mich was ganz Besonderes ist, meine Eltern nehmen sich gerade jeden Tag, wirklich jeden Tag seit Beginn der Adventszeit Zeit für mich und machen mit mir meinen Honig-Adventskalender auf. Jeden Tag, jedes Türchen und dann reden wir einfach über den Honig und zum Beispiel gucken wir den an, welche Farbe er hat oder welche Konsistenz. Und es ist einfach so was Schönes, dass wir das zusammen machen. Und ich finde es einfach so wundervoll, dass meine Eltern sich die Zeit nehmen, um mit mir meinen Adventskalender aufzumachen. Und das ist einfach für mich was Tolles. Zu wissen, dass sich Leute Zeit für mich nehmen, auch wenn sie theoretisch arbeiten müssten, auch wenn sie viel zu tun haben. Einfach, dass sie da sind und sich die Zeit nehmen,
um mit mir Zeit zu verbringen und mit mir eine schöne Zeit zu haben. Ja, ich finde es auch schön, dass ihr euch Zeit genommen habt, jetzt mein Video anzusehen. Und das ist auch was Wundervolles, nämlich ein Riesengeschenk, dass es so Leute gibt, die meine Videos angucken und die es tatsächlich zu interessieren scheint. Und das ist etwas, wo ich einfach jetzt mal an dieser Stelle an alle meine Zuschauer auch sagen möchte. Schön, dass ihr meine Videos schaut und schön, dass ihr da seid. Ich freue mich jedes Mal. Gut, schreibt mir in die Kommentare, was ihr als die größten Geschenke, die ihr so bekommen habt, betrachtet. Oder ihr könnt mir auch gerne auf Twitter schreiben oder auf Facebook oder eben eine E-Mail an die bell.readmy@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche und nach allem noch ein schönes Wochenende, weil wir haben ja Freitag. Entschuldigt, ich bin gerade verrutscht vom Gedanken her. Vom Tag, gut. Kein Zeitgefühl kann auch nicht unbedingt, kann auch manchmal schädlich sein. Das wäre etwas, was ich mir wünschen würde. Mehr Zeitgefühl. Naja. Ich wünsche euch noch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns dann wahrscheinlich wir sehen uns sicher sogar, wenn ihr mögt, am Mittwoch wieder. Bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss!